So, ich sehe hier gerade, man kann Uranbarren machen. Wir brauchen einen Kompressor. Oder. Wie heißt denn der Kompressor hier? Das weiß ich gar nicht. Das ist das Problem. Weiter, weiter, weiter. Wir suchen einfach mal nach, ob wir ihn finden können. Das ist irgend so eine Industrial Craft Maschine, deswegen weiß ungefähr, wonach man suchen muss. Aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Steinbruch füllen, das ist hier ganz falsch. Ja, warte. Das ist auch falsch. Wo ist denn das Industrial Craft Zeug? Können wir hier? Nee, da finden wir gar nichts. Dann müssen wir halt suchen. Nach was auch immer. Hier nicht, da nicht, da nicht, da. Da, nein, 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 nein. Das ist alles nicht so ganz das, was wir brauchen. Was wir brauchen, ist eher so, Leute, war da was? Nein. Ist hier was dabei? Nein, hier ist ein Lade. Eine Giant-Spitzhacke gibt es hier auch. Ja, aber das hilft mir nicht weiter. Ich suche ja den Kompressor. Halt. Nee, das ist auch falsch. Wo sind die Industrial Craft Sachen? Das ist Railcraft, so wie ich das sehen kann. Das hier ist auch noch Railcraft, glaube ich. Ha. Ist das hier das richtige eisernere Ofen? Zerkleinerer Extraktor. Ich bin auch so blöd. Kompressor einfach. Wow, ich brauche eine Basismaschinenhülle. Ich brauche einen elektrischen Schaltkreis. Genau. So war das. Wie ging jetzt nochmal der? Genau, ich brauche Kupferkabel, Redstone. Ja, so lange. Ich hatte ja nämlich mal ein bisschen rumprobiert. Ich mache am besten den da. Achso, den muss man ja nicht mal hier mit abbauen. Habe ich mich vertan. Den packe ich nämlich dahin. Dann lade ich den kurz wieder auf. So. Und mache mir den Kompressor. So, dann muss ich nämlich hier ans Lager gehen. Gehe dann. Haben wir noch irgendwo Dinger? Hier. Kabel. Nein, warte. Ressourcenpaket. Ich brauche das Greenscreen-Pack gerade gar nicht. Warum habe ich das drin gelassen? Das habe ich vergessen. Dass ich das drin hat. Keine Rückmeldung. Ja. Das ist ja schön. Hallo? Ich glaube, ich beende mal kurz die Aufnahme. So, ich sehe Warte, hier gerade mal stumm. So. Die Aufnahme hat noch weitergemacht. Starte ich sie gerade nochmal neu. So. Habe ich die Aufnahme gerade mal neu gestartet, einfach damit ich ungefähr weiß, wie ich das zusammenschnibbeln muss. Genau, was sollte ich machen? Ich brauche Kupferkabel. Dann muss ich nämlich hier den machen. Dann brauche ich den Seitenschneider. Der hat genau null Benutzungen übrig, aber einmal kann ich ihn dann noch benutzen, seltsamerweise. Ich muss ihn auch einmal noch benutzen. Sogar mehrmals. Komm, hier den Apfel lege ich mal ab. Oder hier so Stein- und Holzspitzhacken brauche ich doch gar nicht mehr. Die kann ich eigentlich auch ablegen, die benutze ich auch nicht mehr. Und dann mache ich mir. Wie ging der Seitenschneider? Ich brauche Eisen. Ach, ich habe doch Eisen. So, dann mache ich mir gerade noch einen.
So. Mache mir dann hier zwei von denen noch. Schnibbel dann mit dem so ein bisschen das zurecht. Und mach mir dann Kabel. So, dann brauche ich Redstone. Wo habe ich. Wo? Ab da habe ich. So, da, da. So, so, so. Da, 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 da. Dann das, dann das, 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 das. Dann habe ich die hier. Und jetzt brauche ich Cleanstone. Haben wir da welchen? Oder habe ich gerade welche drin? Nö. Nee, ich brauche nicht mal 8, ich brauche nur 6. Und da wir das eh mit Solarstrom alles betreiben, müssen wir auch nicht auf energiesparende Verhältnisse hier arbeiten. Sondern können das einfach ganz schnell braten. Dafür haben wir die Maschinen ja. Wie weit ist unser Strom hier aufgeladen? Oh, ganz weit eigentlich schon. Da brauchen wir bald. Da haben wir bald erstmal genug Strom für alles. So, hier kommt dann die Pumpe rein und hier kommen dann alle möglichen Maschinen, die Wasser brauchen, unten einfach rein. Deswegen habe ich die hier einfach in die Mitte transformiert. So. Dann geht's an die Werkbank, die immer noch hier unten steht, unpraktischerweise. Aber was will man machen? So, da haben wir einen Kompressor. Denn mit dem Kompressor können wir jetzt Uranbarren machen. Die brauchen wir dann später für diverse Sachen. Und es ist in der Regel gar nicht mal so unpraktisch, wenn man einen Kompressor hat. Denn schaden kann er nicht. Sowas kann ich mir noch machen. Ich brauche vielleicht einen Metallformer. Genau. Wie ging der? Da brauche ich Bronze-Item-Hülle. Ich brauche zwei davon und ich brauche Spule. Brauche ich jetzt mal Unmengen Kabel. Wie viel Kabel werde ich brauchen? So, das müsste meinen Berechnungen zufolge das sein, was ich brauche, den Seitenschneider. Da fällt mir ein, ich brauche ja noch. Genau, den brauche ich ja auch noch. Dann muss ich mir nämlich noch mal drei machen. Da geht der auch langsam kaputt. Und mir fehlt genau ein Gummi. Das ist ungünstig. Ich muss Gummi besorgen. Haben wir noch welchen? Oder muss ich hier? Ich gehe einfach mal auf die Ernte. Hier sollte ja mittlerweile irgendwo Gummi nachgewachsen sein. Aber ich weiß nicht wo. Ah. Wo? Da. Es wird Nacht. Sind die. Die Monster sind aus. Gut. Das wollte ich nämlich nur sicherstellen, nicht, dass sie am Ende an sind. Ja, da bin ich auch schon wieder wach. Dann geht es hier rein. Machen wir mal ein bisschen Gummi. So. Ist der was, die Werkbank? Die schleppe ich gerade mal hier hoch. Die bringt mir da unten ja reichlich wenig. Ja. Und die erstmal hier hin, keine Ahnung. Die wird vielleicht noch woanders hingeräumt. Ich muss das Ganze hier eh nochmal schöner designen. Ich muss dann auch noch gucken, wo kommt hier genau der Magierturm hin und sowas, den wir brauchen. Denn Magier sind bekanntlich immer in einem Turm zu Hause. Deswegen muss es ein Magierturm sein.
Es ist natürlich sehr schlau, dass die ganzen Sachen jetzt alle noch da unten sind. Die muss ich auch mal eigentlich hier hochräumen. Was brauche ich? Was brauche ich? Ich brauche Redstone 2. Und Bronze brauche ich eigentlich auch. Haben wir da noch welche? 3, das wird nicht reichen. Ja, ich nehme erstmal hier so. Achso, ich habe ja schon. Das war total sinnvoll, dass ich mir jetzt eins da rausgenommen habe. Wird das reichen, müsste eigentlich, oder? Ich brauche 5 Dinger davon. Holz wäre vielleicht noch sinnvoll. Haben wir Holz noch irgendwo? Ja, haben wir. Ich nehme erstmal das Birkholz, das brauche ich nicht so wirklich. So, hier hoch. Und ins Haus und dann da und dann hier ein bisschen Holz machen. Ich brauche noch eins. So, und dann haben wir hier 2 Kisten. Dann muss ich mir jetzt hier mit dem Schmiedehammer, wo ist denn der hin? Der reicht natürlich gar nicht. Muss ich mir jetzt einen neuen machen, mal wieder. Aber was soll's. Demnächst werden wir das nicht mehr machen müssen. So, 1, 2, 3, 4. Muss ich mir noch genau einen machen. So. Und dann haben wir einen Werkzeugkasten. Wie ging es dann weiter? Die Spulen muss ich mir machen. Eins, zwei, drei. Ja. So, da haben wir Spulen. Was brauche ich noch? Genau, ich brauche so ein. Da brauche ich erstmal eine Eisenplatte. Hammer. Da haben wir. So. Das sollte genug sein. Erstmal. Den Klotz. So. Und dann noch den hier. Und dann machen wir uns das ganze Ding gleich noch so. So, so und so. Haha, ein Metallformer. Der lädt sich jetzt auch auf und der hat jetzt ungefähr die Funktion eines Seitenschneiders, eines Hammers und noch so einem anderen, einem Extrudierer. Das ist praktisch, ja, da spart man sich dann praktisch, dass man das erst in Platten machen muss, um es zu Kabeln zu machen. Das macht es dann direkt schon. Finde ich ganz praktisch. So, brauchen wir sonst noch Maschinen? Mal sehen, was haben wir dann noch? Ach so, da kann man einfach hier so schnell nachgucken. Abfüllmaschine gibt's noch. Bergbaumaschine gibt's, was auch immer die macht. Pumpe gibt's auch hier. Muss ich mir mal kurz angucken im Industrial Craft Wiki. Industrial Craft. Industrial. Gucke ich mal hier nach gerade. So, die Erzwaschanlage sollte ich vielleicht mal schon gucken. Genau, das war so.